Hallo und herzlich willkommen zur 99. Mahnwache hier in Halle. Zur Mahnwache für Frieden, Freiheit, einen Systemwandel, eben weil wir erkannt haben, dass eben Parteien kommen und gehen und sich aber nichts ändert. Und weil wir auch wissen, warum das so ist, die Zusammenhänge erkennen. Und genau hier erklären wir auch, wie es eben dazu kommen konnte, dass Deutschland heutzutage so, also dass es dem deutschen Bürger heutzutage so schlecht geht finanziell, obwohl wir dennoch immer mehr Wirtschaftswachstum erzielen. Denn genau das ist auch die Kernfrage. Dahin, wo das Geld fließt, da sind die Verantwortlichen zu finden. Und deswegen wird es hier auch kein Politiker-Bashing geben, weil sie für uns alle gleich sind. Also weil sie für uns alle die gleichen Marionetten sind und eigentlich anderen Herren dienen. Und genau da sollten wir ansetzen, wenn wir etwas ganzheitlich verändern wollen in unserem Land und auf der Welt, dann muss man die Ursachen bekämpfen. Und dafür stehen wir, die Ursachen zu benennen und die Bevölkerung darüber aufzuklären. Denn nur dann, wenn ein Bewusstsein für die Problematik geschaffen wurde, kann auch ein Umdenken und damit auch ein Verändern der Verhältnisse stattfinden, was aber im Kopf beginnen muss. Und wir beginnen natürlich mit diesen langatmigen, langweiligen, aber leider nötigen Hausregeln. Durch mit dem Pflichtteil und wir fackeln auch nicht lange, sondern machen gleich los Richtung Markt. Das heißt, wir haben schon grünes Licht von der Polizei, sprich wir können starten. Ich weiß nicht, ob wir heute das Merkel muss weg transparent dabei haben, ob wir das heute halten, macht wenig Sinn. Das hat sie noch. Ja, ist ja auch sowieso Quatsch, nicht nur Merkel muss weg, sondern generell der gesamte Politadel. Das kommt leider zu kurz so an der rechten Seite, so dieses kleine Feld. Aber genau darum geht es, dass der Politadel weg muss und das gesamte korrupte Andock-System für Lobbyisten. Ja, ich kann losfahren. Dass das hier nicht pfeift. So, nochmals herzlich willkommen. Jetzt hat man sich, nachdem man auch feststellt, dass man in seinem Flüchtlingslager, in seiner Heimat nichts mehr bekommt, dass man da nicht mehr unter würdigen Verhältnissen leben kann, dann macht man sich dann halt auf den Weg und nimmt die Gefahren auf sich. Und deswegen wird es hier auch kein Bashing gegen Flüchtlinge geben. Aber es muss ganz klar werden, und das ist genau unsere Aufgabe, dafür gehen wir auf die Straße. Ein Bewusstsein zu schaffen für die Verursacher, beziehungsweise für erst einmal für die Probleme in unserem Land und damit auch global, denn wir leiden alle unter den gleichen Verursachern dieser Probleme und vor allen Dingen aber auch Lösungen aufzuzeigen, wie kommt man da wieder raus, beziehungsweise wer nur kann eine Lösung bringen, und zwar das Volk, wir, indem wir uns dem verweigern, indem wir Flagge zeigen, indem wir Gesicht zeigen, aufstehen und sagen, Schluss, mit mir geht dieses Spiel nicht weiter. Ich habe das Schauspiel erkannt und durchschaut und ich bin nicht so blöd und lasse mich weiterhin vor eurem Karren spannen. Dieses Bewusstsein wollen wir erzeugen in der Bevölkerung. Deswegen klären wir die Bevölkerung auch auf. Machen Sie erst einmal auf die Probleme aufmerksam. Was sind die Probleme? Dass wir eben nicht unser Herr über unser eigenes Schicksal sind. Dass wir nicht souverän sind, nicht vollständig souverän sind, sondern, und das hat Wolfgang Schäuble selbst auch in einer Podiumsdiskussion wohl zum Besten gegeben. Dieses Video kann man auf YouTube suchen. Das ist ganz leicht zu finden. Aber auch darauf möchten wir die Bevölkerung aufmerksam machen. Dass sie endlich das Fernsehen abschalten und sich alternativen Informationsquellen zuwenden. Sie haben doch mittlerweile schon mehr und hinlänglich auch erkannt, dass sie von den Mainstream-Medien an der Nase herumgeführt werden. Warum kaufen sie nach wie vor Bild und Co.? Auch dafür möchte ich ein Bewusstsein schaffen. Kauft sie nicht mehr, wenn sie euch anlügen. Warum gebt ihr dafür Geld aus? Dann geht ins Theater oder geht in eine Hollywood-Streifen ins Kino. Da habt ihr am besten einen Unterhaltungsfaktor dabei. Aber da wisst ihr, dass das alles bloß eine ausgedachte Geschichte ist. Aber vielleicht ist es auch einfacher, den Kopf in den Sand zu stecken.
lieber nicht bewusst zu werden, weil dann muss ich auch nicht handeln, dann kann ich weiterleben wie bisher und hoffen, dass ich jetzt noch überleben werde. Aber wenn man uns Entwicklung anschaut, dann ist das ja in der Wirtschaft eben eine exponentielle Entwicklung, ein exponentielles Wachstum, exponentieller Verbrauch an Ressourcen. Und deswegen wissen wir, und das kann sich jedes kleine Kind ausmalen, dass das irgendwann ein Ende haben muss. Und zwar, je länger, je schneller. Das bedeutet Exponentialfunktion. Je länger, je schneller. Also müssen wir, dass die Bevölkerung, wenn wir es erkannt haben, darauf aufmerksam machen. Aber wer verlangt denn diesen immer schneller werdenden kurzfristigen Abgrund, also diese Exponentialfunktion in der Wirtschaft? Das ist das Geldsystem. Aber ist das Geldsystem unabänderlich? Nein, das ist es nicht. Aber solange eben jene, die das Geldsystem oder die Herren über das Geldsystem sind, sprich die Besitzer der großen Banken, die Besitzer der Banken, die das Geld herausgeben, solange die daran verdienen und die Macht, die wahre Macht im Lande haben, und das ist de facto so, die bestimmen den Kurs des Landes. Solange das so ist, wird sich daran nichts ändern, wenn wir uns nicht dagegen stellen. Sie werden von allein nicht damit aufhören. Sie werden den Kurs bzw. das Wirtschaftssystem nicht zu einem Wirtschaftssystem verändern, was nachhaltig ist, was den Planeten nicht zerstört, was Zins und Zinseszins eben nicht beinhaltet, was eben die Verursacher oder Verursacher für diese Exponentialfunktion ist. Sie werden also das Geldsystem nicht verändern. Also müssen wir es tun. Aber wie können wir das? Natürlich nicht, wenn wir hier nur 100 Mann sind. Aber das sind 100 Mann, die immer dastehen und die der Bevölkerung nur zumindest in Halle und nachher auch im Internet oder YouTube zeigen, dass sie gewillt sind, hier einen Schlussstrich zu ziehen. Gemeinsam mit der gesamten Bevölkerung. Und dass sie vor allen Dingen aber auch ein Bewusstsein schaffen möchten. Und das tun sie auch im Privaten. Wir sprechen mit den Menschen, wo immer wir, wo das Thema aufkommt, über die wahren Ursachen, die wahren Probleme und eben, dass nur ein Aufstehen und sich dagegen stellen etwas verändern wird. Das heißt, das ist der erste Schritt überhaupt zu einer Veränderung, dass wir uns klar werden darüber, dass eine Veränderung nötig ist. Und solange man aber noch bequem konsumiert und alles, was man zum Leben noch braucht, erst einmal noch hat, dann wird man wahrscheinlich erst einmal auch keinen Handlungsbedarf sehen. Das fängt dann erst an, wenn man erkennt, dass auch die eigenen Kinder und die Kindeskinder davon betroffen werden oder betroffen sein werden. Hoffentlich fängt es da an, dass man dann umdenkt. Oder wenn man dann selbst in die Hartz-IV-Problematik rutscht. Spätestens dann wird einem klar, wie schlecht die Situation ist. Aber dann ist es ja für die meisten schon zu spät. Und wir möchten gerne, weil wir ja wissen, wie gesagt, dass das Ende dann wirklich ein schlimmes sein wird, wenn die Ressourcen knapp werden. Das heißt, es wird zu bürgerkriegsähnlichen Zuständen kommen, weltweit. Und dass wir das nicht möchten. Wir möchten nicht, dass alles kurz und klein geschlagen wird. Darum möchten wir vorher schon die Bevölkerung dazu bringen, sich dagegen zu stellen, dass wir einen friedlichen Wechsel hinkriegen. Also alles, was man über die Montagsmahnwache hier in Halle sagt, all die ganzen gefährlichen Gerüchte, die man über uns verbreitet, sind eben nur das. Es ist Lüge, es ist Propaganda, um die Menschen von uns fernzuhalten. Damit die Menschen eben nicht nur stehen bleiben und zuhören und vielleicht aufwachen könnten, um festzustellen, dass sie sich an die Politiker nicht zu wenden brauchen, sondern dass die einzige Forderung des Volkes sein kann, nur sein kann, echte Demokratie, Abschaffung der Parteienherrschaft und damit Forderung, dass die Parteien und Parlament Arier ihr Amt niederzulegen haben und vor allen Dingen, dass die Staatsanwaltschaft aktiv werden muss.
Denn wenn diese von uns, von unseren Steuergeldern bezahlten Volksverräter, Volksvertreter, eben genau das tun, das Volk verraten und anderen Herren dienen, dann haben sie Meineid begangen und das ist schon ein Strafbestand. Und deswegen müsste die Staatsanwaltschaft aktiv werden. Und obwohl sie weisungsbefugt nur sind, also das heißt, oder weisungsverpflichtet sind, haben sie dennoch einen Handlungsspielraum. Und diesen müssten sie nur nutzen. Aber solange sie sich in diesem System noch wohlfühlen, es ihnen also hier noch gut geht, ist es schwierig, dass die Staatsanwaltschaft dann doch erkennt, dass es besser wäre, dass sie ihren Hals damit retten würden, wenn sie endlich ihre Pflicht täten. Solange wir aber nicht mehr werden, wird das nicht passieren. Darum bitten wir die Bürgerinnen und Bürger von Halle, wenn wir etwas tun wollen, nicht, dass man noch nicht mal deutschlandweit, sondern erst einmal hier bei uns in unserer Stadt, dann müssen Sie aufstehen, müssen Sie auf die Straße gehen. Denn meckern einfach im Wohnzimmer mit der Frau oder am Stammtisch, das bringt nichts, das wird die Welt nicht verändern. Und klug kacken wird die Welt auch nicht verändern. Wir hegen hier nicht den Anspruch, auf alle Fragen Antworten zu haben. Aber es ist wichtig, dass überhaupt erst einmal bestimmte Fragen gestellt werden oder bestimmte Dinge in Frage gestellt werden. Dinge, die wir für selbstverständlich erachten, Dinge, von denen wir glauben, dass wir sie eben nicht ändern können. Doch eine einfache Sache, nur eine einfache Änderung, könnte jedem ein bisschen einleuchten. Nehmen wir Zins und Zinseszins aus dem Geldsystem heraus. Muss nicht jede Firma mehr und mehr erwirtschaften, damit sie im nächsten Jahr nur noch existiert, sondern dann reicht es, wenn erwirtschaftet wird, was notwendig ist, was benötigt wird. Und wenn wir das haben, dann wird es weniger Verschwendung geben. Das wird der Umwelt schon gut tun und wir werden wäre nicht gezwungen zu konsumieren und zu konsumieren wie die Blöden. Wir würden nicht von allen Seiten dazu aufgefordert und durch eben Hirnwäsche quasi schon dazu manipuliert zu konsumieren und zu kaufen und uns zu identifizieren mit materiellen Dingen, sondern wir könnten dann wieder, auch was das betrifft, zur Vernunft zurückkehren. Dann könnten Firmen Dinge herstellen, die länger halten, die einfach so lange, wie es möglich ist, halten und nicht so lange, dass sie gerade mal die Garantiezeit überleben. All solche verrückten Dinge, die in unserem System im Augenblick noch nötig sind, aufgrund der Triebfeder unseres Wirtschaftssystems, all das würde wegfallen. Und es würde uns allen und dem Planeten schon ein Stück weit besser gehen. Und da könnten wir ansetzen, Stück für Stück alles zu verändern. Aber es fängt an mit einem Bewusstsein dafür, dass wir erst einmal ein Bewusstsein dafür entwickeln, wo der Hase Pfeffer liegt. Ich weiß nicht, der Frank hat sicherlich heute noch etwas uns mitzuteilen. Ich möchte den Frank nach vorne bitten. Ja, danke und danke euch allen, dass ihr hier seid. Ihr habt ja vielleicht nicht jeder, aber einige haben ja gewählt. Und dass sie dann trotzdem hier stehen, heißt, dass sie ihre Stimme nicht in dieser Urne abgegeben und begraben haben, in dieser Wahlurne, sondern dass ihr die Stimmen behaltet, um sie jeden Montag erneut zu erheben oder zu jedem anderen Anlass, wenn ihr mit anderen Menschen redet, eure Stimme behaltet und eure Meinung behaltet, was ja besonders wichtig ist, weil, wie wir vielleicht am Wahl-O-Mat festgestellt haben, diese Parteien können ja nicht das ausdrücken, was wir als Menschen empfinden. Jeder von uns ist anders und wir haben vielleicht eine Gemeinsamkeit von 50% oder 60% mit einer von diesen Parteien, die wir wählen können. Und das ist eigentlich zu wenig. Eigentlich bräuchten wir viel häufiger die Möglichkeit, mitzureden, dass man uns fragt und dass wir halt auch die Möglichkeit haben, uns einzubringen in einer wirklichen, echten Demokratie. Und dafür stehen wir ja immer jeden Montag, auch an Wochenenden und so weiter auf der Straße. Am Samstag jetzt war zum Beispiel eine Demo, wo unser großes Plakat, das ist heute leider noch nicht zurück, das ist jetzt im Stau hängen geblieben, das war mit dabei. Am Samstag war eine Demo mit dem Thema Merkel muss weg, deswegen war unser Banner natürlich perfekt dort. Diese Demo war wieder sehr
bipolar, sehr gespalten. Da standen auf der einen Seite also innerhalb der Demo verschiedene Gruppierungen von links bis rechts, aber vorwiegend auch rechte Gruppierungen, und auf der Gegenseite, es gab wieder Gegendemonstranten, standen dann entsprechende linke Organisationen. Dann war das so, dass auf der Merkel-muss-weg-Demo etwa 3.000 bis 5.000 Menschen zusammenkamen und durch Berlin gelaufen sind. Die Gegendemo waren etwa 1.000 Leute. Und dann muss man sich das so vorstellen. Auf der einen Seite kam dann sowas wie Merkel muss weg, raus aus der NATO, Ami go home und sowas habe ich gehört, aber eben auch Deutschland den Deutschen. Genau das Gegenteil hat man auf der anderen Seite gehört, wo dann welche gerufen haben, Deutschland verrecke, Deutschland du mieses Stück Scheiße, nie, nie wieder Deutschland. Ich habe das auf Video, wer auf mein Profil geht, findet da eine Zusammenfassung in 3 Minuten über diese Demo. Das ist ziemlich erschütternd, wenn man sieht, wie, ja, ich möchte jetzt nicht sagen Dummheit, aber Extremismus auf beiden Seiten aufeinander trifft. Also wirklich die schärfsten Scharfmacher auf der einen Seite und genau solche Irren auf der anderen Seite. Wer hier in Halle eben mitverfolgt hat, was nach der Wahl passiert ist, da hat sich dann die Linksjugend zusammengerottet. Ich weiß nicht, ich habe gehört, 200 Leute sollen es gewesen sein, und waren ganz schlechte Verlierer, sind durch die Straßen gezogen und haben genau dasselbe gebrüllt. Nie wieder Deutschland. Ich habe das meinen Kindern gezeigt, die eine ist in der Kita, die andere ist jetzt in der 2. Klasse. Und die haben beide den Kopf geschüttelt. Die haben gesagt, warum sagen die Leute das, ja? Ich verstehe das nicht. Wenn die hier wohnen, können die doch nicht was gegen, ja, ihr Land haben, dann können sie doch woanders hingehen. Das sagt ein Kind, das völlig unpolitisch ist, das also keine Ahnung von Geschichte und so weiter hat. Nur der normale Menschenverstand sagt, sind die nicht Schurke, ja? Und ich habe mir darüber Gedanken gemacht und habe überlegt, vielleicht kann man da doch noch irgendeinen Sinn drin finden. Wo ist denn der Vanja Seifert? Ich habe ihn vorhin da drüben gesehen. Ich überlege mir jetzt ernsthaft überzulaufen zu gehen und nie wieder Deutschland zu rufen. Und ich erkläre euch jetzt warum. Deutschland, wir haben ja hier, wir sprechen das ja immer wieder an, wir haben ja hier diese Probleme mit der NATO. Wir wollen raus aus der NATO. Wir wollen ein anderes Geldsystem. Das hat Donatus alles erzählt. Wir wollen höhere Löhne. Wir wollen weniger Arbeitslosigkeit. Wir wollen endlich Mitsprache. Wir wollen mehr Demokratie. Und wie können wir das auf einen Schlag bekommen? Indem wir sagen, raus aus diesem Verein. Wenn wir jetzt Sachsen-Anhalt austreten würden aus diesem Verein und sagen, da gibt es doch eine Genossenschaft, die nennt sich die Schweiz, und Sachsen-Anhalt wird jetzt ein Kanton der Schweiz, dann hätten wir automatisch, wären wir aus der NATO draus, wir hätten den Euro nicht mehr, in der Schweiz gibt es höhere Löhne, weniger Arbeitslosigkeit, und wir werden gefragt, wir haben mehr Demokratie. Vielleicht meinen die Spinner das ja auch, wenn die sagen, nie wieder Deutschland. Das Problem ist nur, genauso wie man uns immer vorwirft, ja, ihr sagt immer, Merkel muss weg, aber was kommt danach? Dasselbe Problem ist doch da auch, wenn die sagen, nie wieder Deutschland, aber was kommt danach? Meine Idee wäre, ja, wir treten danach einen Verein bei, der all diese Probleme überwunden hat. Und das könnte zum Beispiel die Schweiz sein. Oder wir müssen selber genau so etwas aufbauen hier in Deutschland und ja, diesen Traum Wahrheit werden lassen. Und darum müssen eigentlich alle diese Leute zusammenarbeiten, ob links oder rechts, weil sie haben ja dieselben Träume. Und trotzdem bekämpfen die sich. Ich habe sie am Samstag gesehen. Die schreien sich an, die haben sich die schlimmsten da einen Finger gezeigt und irgendwelche Gesten, die dann beleidigend waren. Manche haben sich angebrüllt gegenseitig. Einer rief dann, ihr seid alles Opfer, also zu den Linken rief er dann, ihr seid Systemopfer, und die haben dann zurück Nazi gebrüllt und so weiter. Aber warum muss dieser Hass sein? Die haben ja so viele Schnittstellen eigentlich, diese Menschen, und lassen sich aufhetzen von ihren Parteien und Vereinen, um sozusagen ihren, ja, politischen Anführern denen Gefallen zu tun, noch mehr Geld zu verdienen, noch mehr Parteijünger und Parteimitglieder zu bekommen und damit sich die Taschen vollzustecken. Aber wir wollen doch alle gemeinsam, wir haben doch alle gemeinsam einen Traum von Frieden, von Ehrlichkeit und natürlich auch, dass man uns ernst nimmt und respektiert. Und dazu gehört eben Demokratie und nicht alle 4 oder 5 Jahre irgendwo ein Kreuz zu machen. Aber so weit sind wir ja leider noch nicht.
Und das ist ja alles Spinnerei, was ich jetzt erzählt habe. Was haben wir jetzt hier in der Wirklichkeit? In der Wirklichkeit hatten wir jetzt eine Wahl und da hat sich einiges getan. Da wurde ein Zeichen gesetzt. Da wurden die linken Parteien, also die SPD und die Linke, ziemlich abgestraft. Die haben jetzt viel weniger und Stimmen. Und ich finde, jetzt mal meine bescheidene Meinung ist, dass da sind sie auch teilweise selber schuld, weil in dem Augenblick, wenn man so unverständliche Forderungen in die Welt ruft, wie nie wieder Deutschland, dann schüttelt der Normalbürger den Kopf. Wenn man wenigstens so klug wäre und rufen würde, nie wieder Nazi-Deutschland, dann würde ja jeder verstehen, okay, ihr wollt diese Vergangenheit nicht. Das wollen wir alle nicht. Ja, lieber Wanja Seifert, hör mal zu, ruf das nächste Mal nie wieder Nazi-Deutschland. Das ist schlauer, das verstehen die Menschen. Aber nie wieder Deutschland stößt jeden vernunftbegabten Wesen vor den Kopf. Damit verstößt man Wähler. Das ist einfach der falsche Weg. Und aber was mir daran wehtut, ist einfach, dass ich ja als Friedensaktivist, ich hätte ja auch gerne eine Friedenskraft. Ich möchte ja gerne in der Demokratie, dass links und rechts irgendwie aktive politische Kräfte da sind, die diese Welt mitgestalten können. Und wenn aber keine Friedenspartei mehr da ist, die stark genug ist, dann haben wir ein Problem. Dann können diese Kriegstreiber und Neoimperialisten richtig regieren. Und es stimmt mich traurig, wenn solche Spinner und Kinder mit solchen dummen Parolen eine Friedenspartei kaputt machen. Muss ich mal so hart sagen. Aber wie geht es jetzt weiter? Jetzt haben wir eine starke CDU, also die ist auch schwächer, aber das ist die stärkste Partei. Und danach kommt schon die AfD, mit der ja keiner zusammenarbeiten will. Also müsste jetzt die CDU mit der SPD zusammenarbeiten, das wird wahrscheinlich nicht reichen. Also brauchen sie noch die Grünen dazu. Aber also wenn es so kommt, man weiß es ja noch nicht, gibt ja sicherlich Gespräche, aber dann ist doch alles beim Alten. Ja, es hat sich doch gar nichts geändert, außer dass die Opposition ein bisschen anders aussieht. Und dann stelle ich mir die Frage, wenn die Opposition wirklich stark sein sollte, müsste ja die Linkspartei mit der AfD wenigstens mal reden, oder? Und das wäre eine interessante Erfahrung, ob das passiert oder ob die Linken nach wie vor sagen, nee, mit euch Nazi geht gar nicht, und dann werden sie diesen Bundesland Sachsen-Anhalt noch viel mehr Schaden anrichten, als es geht. Weil ich denke, dass wenn sie miteinander reden würden, auch gemeinsame Schnittmengen finden würden. Nämlich, ich habe mich mit Linken und mit AfD-Politikern unterhalten und beide sagen, dass sie mehr Demokratie wollen. Die Linken haben angeblich schon hier und da einige Sachen angestoßen, auch manchmal mit der SPD zusammen, dass es also Bürgerbefragungen gab und so weiter. Also wenn sie tatsächlich mehr Demokratie wollen, mehr Mitsprache, wäre die AfD in dem Punkt genau der richtige Gesprächspartner. Und da könnten sie gemeinsam solche Projekte auch umsetzen. Und ich hoffe, dass es dazu kommt und dass sie nicht wieder ihre dumme Ideologie im Wege steht. Aber ja, irgendwann wollen wir sicherlich noch mehr und das passiert vielleicht dann, wenn man uns fragt und uns mitreden lässt. Und dazu müssen wir vielleicht auch noch mehr machen als nur Wahlen und hoffen, dass man uns fragt, sondern wir müssen diese Veranstaltungen hier machen, wir müssen demonstrieren, aber wir müssen halt auch vielleicht noch, ich habe es in Dresden gesehen, solche Bürgergespräche, da haben die sich in der Kirche versammelt und da hat man verschiedene Gruppen, da hat man Pegida und deren Gegner eingeladen und verschiedene Redner und danach durfte jeder 3 Minuten was sagen. Und also, dass wirklich ein Forum entsteht, wo sich Menschen unterhalten und ernst genommen werden. Wo die Leute wirklich mitbekommen, was sind die Sorgen innerhalb der Bevölkerung und auf was muss man eingehen, um wirklich mal ein Zeichen zu setzen. Und gleichzeitig könnte man Konferenzen organisieren, irgendwelche Gespräche und Vorträge und so weiter. Wir müssen noch viel aktiver sein. Und ich habe auch gemerkt an der Demo wieder am Wochenende, wir brauchen unbedingt Medien. Und wenn wir keine anständigen Medien bekommen, dann müssen wir das auch selber machen. Dann müssen wir dafür sorgen, dass es neutrale, anständige Medien gibt. Und ich will das Beispiel nur mal nennen vom Samstag. Wie gesagt, es gab dort auf beiden Seiten Extreme. Das kann man also nicht leugnen. Aber in den Medien wurde es wieder so dargestellt, auf der einen Seite nur Nazis
Neofaschisten, diese SPD-Politikerin meinte sogar noch Antisemiten. Und das kam so im RBB. Der RBB hat die so sprechen lassen. Und da war, ich war ja dabei, ich habe alles gefilmt, da war nicht ein Plakat, nicht eine Rede, die irgendwas gegen Religion oder also gegen Islam schon, aber nichts gegen also Semitismus, also es gab diesen Antisemitismus einfach nicht vor Ort. Das war einfach eine eindeutige Lüge. Und dazu kamen dann wieder diese Ausschnitte, die man gebracht hat. Man hat dann wieder zum Beispiel auf einen Teilnehmer gefilmt, der dann ein Glatzkopf war, ja, wieder das typische Bild. Und bei den anderen zeigt man dann nette Familienmütter, Mütter und so weiter. Aber in Wirklichkeit standen ja auch auf der anderen Seite total irre. Also wer sich mein Video anguckt, wird das sehen, welche die da Zungenakrobatik machen, um Leute zu beleidigen. Und die dort ständig sich die Hand vor sich halten, weil sie nicht erkannt werden wollen und so weiter. Und dann irgendwelche schlimmen Sprüche rufen. Es gab Verrückte auf beiden Seiten und das wurde in den Medien nicht transportiert. In den Medien wird einfach die eine Seite schlimm dargestellt und die andere beschönigt. Auch bei den Reden hat man... Auch bei den Reden hat man nur einen einzigen Satz rausgenommen. Ja, da gab es stundenlang Reden und man hat einen Satz rausgenommen und den noch ganz böse kommentiert. Das ist einfach nicht objektiv. Das ist also wirtschaftlich und journalistisch ein absolutes Chaos oder... Also das ist... Ich weiß nicht, das kann nicht mehr als Medien durchgehen. Und wenn die das nicht hinbekommen, müssen wir das irgendwie selber gestalten. Und ein Netzwerk bilden von Leuten, die dann immer von Veranstaltung zu Veranstaltung gehen. Ein gemeinsames Portal, und wo man sich das angucken kann und wo man objektiv und neutral auch darüber reden kann. Und wo nicht alles dann in jeder Kommentar wegzensiert wird, wie es in Öffentlich-Rechtlichen passiert und so weiter. Also man braucht wirklich einen anderen Weg, mehr Offenheit, weil die Wahrheit kommt ja doch am Ende immer wieder ans Licht. Das Problem ist nur, wir sehen das ja auch in der Geopolitik, ob das die Massenvernichtungswaffen sind oder der Sturz von dem iranischen Präsidenten Mossadegh oder Schweinebuch, was es nicht alles gibt. Es gibt ja die verschiedensten Geschichten, wo man die Lügen sehr lange aufrechterhalten hat. Aber die Wahrheit kam irgendwann ans Licht. Wir wissen jetzt, dass Mossadegh gestürzt wurde von Großbritannien und den USA und das kam im Öffentlich-Rechtlichen, das CIA hat die Akten freigegeben und so weiter. Aber sowas kommt dann erst nach Jahrzehnten raus, weil man mit ganz viel Kraft und Energie und Geld die Lüge lange Zeit aufrechterhalten hat. Man kann die Lüge immer nur mit viel Energie aufrechterhalten. Wenn diese Energie irgendwann verschwindet, weil zum Beispiel der Präsident nicht mehr da ist und weil da eine ganz andere Regierung ist, dann kommt auf einmal die Wahrheit hoch und die kommt immer hoch. Aber wir müssen dafür sorgen, dass das schneller passiert, dass wir uns nicht so schnell von denen in irgendeine Ecke drängen lassen und dann irgendeinem Krieg wieder zustimmen, wie sie es jetzt in Syrien zum Beispiel probieren oder in der Ukraine. Wir müssen eben dafür sorgen, dass wir schneller informiert werden und das machen wir natürlich, indem wir vernetzt sind und uns gegenseitig informieren und entsprechend kritisch sind gegenüber den Mainstream-Medien, die sehr oft NATO-Propaganda bringen. Und das ist auch ziemlich offensichtlich, warum es so ist. Die einen sind ideologische Parteimitglieder, die dort, ja, die Parteien sind ja in Aufsichtsräten von den Öffentlich-Rechtlichen, die machen die Personalentscheidungen und deswegen ist natürlich klar, dass diese Berichterstattung einseitig ist. In den privaten Medien, 70% der Druckmedien gehören Axel Springer. Axel Springer hat in seinen Leitlinien, kann jeder im Internet googeln, zu stehen, dass man die USA unterstützen muss. Da gibt es transatlantische Verbindungen und dann gibt es ja auch noch diese Atlantikbrücke und dann schaut mal, wer da alles drin ist. Jeder Journalist mit Rang und Namen von den großen Medien ist in der Atlantikbrücke, aber nicht in einer, sagen wir mal, transrussischen, transeurasischen Brücke, sondern tatsächlich einseitig nur nach Westen ausgerichtet. Und da ist es natürlich klar, dass wir auch einseitig informiert werden. Und das muss aufhören. Wir brauchen unbedingt Leute, die sich beide Seiten angucken und uns auch über beide Seiten informieren. Nur dann kann auch Demokratie funktionieren. Ja, ich denke, das reicht für heute. Sven hat einiges erlebt am Wochenende. Er kann uns da mal von erzählen. Der war ja live dabei bei den Aktionen hier in Halle. Ja, hallo. Vielleicht hat es der eine oder andere auch gesehen. Ich komme da noch drauf hin, zu der Sache. Ja, das Wochenende, das ist ja heute der, das Wortspiel fand ich lustig, der Day After, also After mit AfD geschrieben. Ja, also ein Schock, oder viele haben gejubelt, viele sind geschockt. Der Bürgermeister hat gesagt, das ist ein Schock für alle Demokraten. Damit unterstellt er, dass die
AfD-Wähler oder die AfD-Parlamentarier, die neuen, keine Demokraten wären, was eigentlich eine Frechheit ist, wie er als Parteiloser, aber ist ja eigentlich nur ein angeblich Parteiloser, weil er ja früher SPD war. Also in diesem Kühl, der sich da gebildet hat, ist man halt sehr geschockt. Aber geschockt eigentlich weniger, dass die AfD jetzt hier irgendwas machen würde, was ich auch gar nicht, ich lege da gar nicht so viel große Erwartungen rein, man ist eigentlich mehr geschockt, dass man die eigenen Mandate, die Dienstwagen und das Geld verloren hat. Es geht ja um die 85 Abgeordneten, da geht es für jeden um 360.000 Euro. Das heißt, es geht für jeder kriegt dort 360.000 Euro in der Legislaturperiode. Also das sind 5 Jahre, 12 Monate, 6.000 Euro im Monat. Und das motiviert zu allem. Deswegen gab es ja auch die Initiative gegen Wahlbetrug in Halle, die sich dann in Kooperation mit der 1%.de, das hat auch fast flächendeckend geklappt. Ich war selbst auch hier vor Ort und ich weiß nicht, was jetzt in der Landespolitik, was sich da ändert. Da gab es ja gestern dann auch gleich eine sehr antidemokratische Demonstration durch Nie wieder Deutschland, das hat Frank jetzt auch noch gesehen. Ich habe die auch gesehen, die Leute. Und selbst noch Feindkontakt gehabt sozusagen, als sie mich zusammenschlagen wollten, mich und meinen ausländischen Freund übrigens. Also das heißt, gut, das sage ich kurz, weil ich das sonst wirklich vergesse. Also mein ausländischer Freund kommt aus dem Iran, ist seit seinem 6. Lebensjahr wohnt er hier, also in Deutschland. Und ich glaube seit 2006, kann mich irren, hier in Halle. Und er ist damals vom Westen in den Osten gezogen und hat dann so dieses Bild im Kopf gehabt, er müsse sich hier jederzeit täglich mit irgendwelchen Neonazis auseinandersetzen. Aber er musste sich irgendwie nie auf der Straße schlagen. Das ist gestern wirklich das erste Mal passiert. Und das ist gegen Linke, die ihn angeblich Linke, die ihn angegriffen haben und zusammengeschlagen wollten. Gegen die musste er sich das erste Mal täglich seiner Haut wehren. Das ist Wahnsinn, was hier für eine verkehrte Welt in dieser Stadt passiert. Und an der Seite eines, dem diese Linken vorwerfen, Neonazi zu sein. Also das ist total, also es ist eigentlich ein totaler Mindfuck. Also der Ausländer, der eigentlich mit diesen Erwartungen herkam, er müsste hier sich seine Haut immer gegen irgendwelche Neonazis, weil man das ja im Osten so hört, dass das so oder so ist. Und der muss sich dann gegen selbsternannte Linke verteidigen, weil die ihn irgendwie alle machen wollen. Die hätten uns alle gemacht. Es waren dort 200, aber ich kann eigentlich, ich gehe schon wieder, da komme ich eigentlich noch hin. Also der Landtag hat sich verändert. Die einzige Hoffnung, die ich in diese neuen Parlamentarier setze, ist mein ewiger Kampf gegen die Vereinsmafia. Den kennt ihr. Das ist hier eine totale intransparente, millionenmäßige Steuergeldverteilung gibt, die undurchsichtig in diese Vereine fließt. Da drüben, da stehen immer, wann der Seifert ist da vom Bündnis gegen rechts, der steht, der beobachtet hier immer, was hier ist, hinter euch, da drüben beim Italiener. Und es gab bis jetzt keine Partei in Sachsen-Anhalt, die daran interessiert war, eine Transparenz in diese Vereinsförderung reinzubringen. Das heißt, diese Parteien, die da drin waren als Fraktion, die waren immer selbst Bestandteil dieses Vereinsklüngels. Und ich weiß nicht, meine Hoffnung oder, also ich würde mich freuen, wenn es jetzt vielleicht Parlamentarier schaffen würden, dass es geht auch an diese, die es jetzt vielleicht hören, dieses Video, das kann sein. Stellt entsprechende Anfragen. Es gibt hier eine ganze Menge Vereine, und damit meine ich nicht Kindersport- und Jugendvereine, die sehr wichtig sind, die aber ständig gekürzt werden. Ich meine wirklich diese Labervereine, die sich extra gebildet haben, um den Staat und Steuerzahler und Millionenbeträge abzuzocken und diese in die eigenen Taschen zu stopfen. Diese Vereine müssen trockengelegt werden. Das ist verdammt wichtig, weil damit kann auch der Steuerzahler entlastet werden. Also das ist eigentlich meine einzige Hoffnung, dass dies möglich wird. Ansonsten muss diese Partei sich auch beweisen. Und wenn sie Verfehlungen trifft wie andere Parteien, dann wird sie von mir auch besucht und lächerlich gemacht, was weiß ich, wenn sie es verdient haben. Die anderen Parteien, das hatte ich im Wahlkampf, ich hatte den Wahlkampf unterstützt von zum Beispiel den Grünen und den Linken. Die Grünen, die habe ich besucht. Also gibt es wirklich diese Videos im Netz, wo man parodierte Wahlkampfunterstützung. Und bei den Linken war ich ehrlich, der Gysi, das wollte ich einfach besuchen. Ich habe nicht wirklich damit erwartet, dass sie mich reinlassen. Ich wollte den Gysi besuchen, der war am, das war Freitag, ja? Freitag war der im Cinemax. Und die haben mich dann nicht reingelassen. Also so einfach, ja, also sie sind mich auch richtig angegangen. Und weil ich ja gerne filme, haben die gedacht, mich auch filmen zu können. Da haben die mich ja übelst versucht, so ein bisschen dumm zu machen und mich auszulachen.
Hätte ich da schon gewusst, dass sie 48 Stunden später weinen werden, dann hätte ich das in das Video ein... Die haben gestern wirklich geheult. Also das war der Gallus, übrigens jetzt gerade. Fraktionsvorsitzender Linke ist gerade zurückgetreten, weil er natürlich aus Verantwortung für das desaströse Ergebnis seiner Partei, auch meiner Partei, für das in Sachsen-Anhalt, für seine Partei halt die Konsequenzen gezogen hat. Das ist natürlich keine wirkliche Konsequenz. Konsequenzen zieht man, wie der Beck, er legt alle Ämter nieder. Eine Konsequenz zieht man, indem man ein Mandat niederlegt. Aber das Mandat ist natürlich mit Diäten verbunden. Und diese Konsequenz ziehen diese gekauften, korrupten Politiker niemals. Und wenn man mal ein Amt niederlegt, was ist denn das für eine Konsequenz? Das ist überhaupt keine Konsequenz, Herr Gallert. Legen Sie doch Ihr Mandat nieder, dann würden Sie ehrlich. Ja, der Frauenversteher, ja, das stimmt. Ganz, das war auch noch ein anderes Video, da hat er doch auch noch über mich schon, über mich gelacht. Ich habe ihn, habe ich auch auf Film. Ich sage, Herr Gallert, der Frauenversteher. Er sagt, ha, wenigstens eine Qualität habe ich. Also wenigstens eine Qualität habe ich. Ich sage, na die aber Steuermittel zu erwirtschaften, die Qualität haben sie nicht. Also hat er recht. Gut, also ich kam dort nicht rein und dann dachte ich, und da sagte der Knöchel noch, als sie sich lustig über mich machten, da sagte der Knöchel auch so mit 6.000 Euro im Monat notierter Landtagsabgeordneter, der sagte noch, sehen Sie doch mal was für uns, Herr Liebig, dort im Cinemax. Da dachte ich mir gestern, ja, er hat eigentlich recht. Ich gehe hin zu ihrer Wahlkampfparty und singe ihm einfach ein Lied. Die Wahlkampfparty ist regelmäßig im Schieses Biertunnel, das ist beim Neuen Theater. Da bin ich dann dorthin. Ich hatte noch zufällig einen von der Presse getroffen, einen ehemaligen Klassenkameraden, der war interessiert, der wollte mich begleiten. Wir sind dann zu dritt rein, mein ausländischer Freund war auch mit. Und der hat das gefilmt, das Video ist im Internet, das wurde schon 30.000 Mal gesehen. Und ich hatte auf dem Weg dorthin noch Reporter, ich habe mich langweilig euch nicht damit, das ist einfach die Sitzflucht. Ich hatte noch Reporter vom MDR gesehen, erst später im Internet, nachdem ich drin war bei denen, habe ich gesehen, dass mein Besuch in einem sehr schmerzhaften Moment kam. Weil der MDR, der gerade dieses Foto gemacht hat, da saßen ein paar traurige Politiker, dass die Linke gerade sehr am Boden ist, schreiben die in ihrer Internetseite, machen dieses traurige Foto. 5 Minuten später kommt Liebig rein und singt das Einheitsfrontlied. Das Einheitsfrontlied kennen viele nicht. Das Einheitsfrontlied ist ein urkommunistisches Lied. Brecht. Und das hat uns die Bandbreite ja auch mal vorgetragen. Das wurde von den, der Wollner von der Bandbreite, der wurde von den Linken ausgepfiffen und ausgebuht. Ich meine, die wissen gar nicht mehr, worum das geht. Auch die Linken nicht. Weil, ich versuche es einfach mal. Das war auch kein wirkliches Singen, während der Landtagsabgeordnete Knöchel versucht hatte, mich zu erwürgen. Also fast erwürgen. Er hatte seinen Arm um meinen Hals. Die haben mich wirklich fast zusammenschlagen wollen. Das sieht man wirklich sehr gut im Video. Und das Einheitsfrontlied, ich fange bei der wichtigen Strophe an. Also ich mache mir sonst dauert einfach zu lang, das geht so. Ich versuche, also die nicht lachen, nee, das war beim Musikunterricht auch immer so ein Problem für. Das ist schon eine Weile her. Und weil der Prolet ein Prolet ist, drum hat er schiefen Genick nicht gern. Er will unter sich keinen Sklaven sehen und über sich keinen Herrn. Drum links zu drei, drum links zu drei, wo dein Platz Genosse ist, reinig ein in die Arbeitereinheit, und weil du auch ein Arbeiter bist. Und weil der Prolet ein Prolet ist, drum wird ihn noch kein anderer befreien. Es kann die Befreiung des Arbeiters nur die Sache des Arbeiters sein. Drum links zu drei, drum links zu drei, wo dein Platz Genosse ist, reih dich ein in die Arbeitereinheitsfront, weil du auch ein Arbeiter bist. Und das ist deren Problem. Die haben längst vergessen, was es ist, ein Arbeiter zu sein. Die kennen gar keine Arbeiter. Die sind genau der Herr, der in diesem Lied besungen wird. Über sich keine Herren.
Und das ist genau, das habe ich denen auch zugerufen. Ihr habt die Arbeiterschaft verraten. Der Prolet ist für euch zum Schimpfwort geworden. Wenn sie über die armen Trottel, Steuerzahler, Werktätige sich unterhalten, dann lachen sie in ihrer Arroganz mit ihren 6.000 Euro oder 10.000 Euro im Bundestag darüber, über diese Leute. Das, und nennen sie Pack, auch diese Linken, die FDP ist ja auch, da sieht man gerade, die ist ja auch eine angeblich linke Partei. Aber auch diese Typen, die da gestern da waren, Sitte, Knöchel, Lange, Gallert, diese Henriette Quade, das sind alles, das sind Sozialschmarotzer. Die Linke ist für dich, ist für die ein Markenbegriff geworden. Ein gut gewählter Markenbegriff, weil es suggeriert dem nicht nachdenkenden Wähler, dem Rentner, suggeriert es, hätte irgendetwas mit links zu tun. Aber die sind so links, wie eine Hure Jungfrau ist. Das ist wirklich so. Das sind keine Linken mehr. Die haben linke Ideale vergessen, die Protagonisten. Ich weiß, an der Basis, da gibt es eine ganze Menge Leute, das sind Linke. Und die glauben auch an ihre Ideale. Die werden von diesen Parlamentariern genauso verarscht wie jeder andere Basisdemokrat in jeder anderen Partei. Das ist wirklich eine ganz andere Klasse, diese Typen. Das ist Politadel. Und dieser Politadel muss weg. Wir müssen wirklich diesen Politadel abschaffen. Und der Politadel wird sich nicht von Ihnen abschaffen. Die werden nicht sagen, ja gut, Liebig oder wer auch immer aus der Basis das sagt, ihr habt recht. Wir schaffen unseren Berufsstand ab. Wir verzichten auf diese monatlich 6.000 Euro, auf diese 360.000 Euro in der Legislaturperiode. Das wird auch keine neue Partei schaffen. Wir müssen auch den neuen Politikern immer genau auf die Finger schauen. So hatte ich heute gelesen, dass die AfD irgendwo direkte Demokratie gefordert hat. Aber wie ehrlich wird denn diese Forderung noch sein, wenn sie sich an diese 360.000 Euro gewöhnt haben? Oder im Bundestag 4 Jahre, 12 Monate, was ist das, 480.000 Euro? Also an dieses Geld, nach 2 Legislaturperioden, wenn ein Berufspolitiker das geschafft hat, hat er Anspruch auf den vollen Pensionsanspruch. Die gehen zeitlich in die Rente, da ist keine Diskussion, dass man das erst mit 63 kann oder mit 70 oder 80, wenn wir dann in dem Alter sind. Das sind Verräter am Volk, Verräter am Wähler. Die müssen weg und das können wir nur von außen schaffen und das können wir auch nur schaffen, wenn wir hier verdammt viele werden. Und nicht nur in Halle, wir müssen das in jeder Stadt werden. Wir brauchen für diesen Umsturz dieses Systems, brauchen wir Millionen. Ich sage mal, wir brauchen 3 bis 4 Millionen Menschen auf der Straße. Nicht an einem Tag, regelmäßig. Zur Wende haben wir 89. Wir haben 1 Million, hat glaube ich gereicht, deutschlandweit, um dieses System wegzukriegen. Wir haben aber einen ganz anderen Nachteil. Dort gab es damals, ich habe das schon oft gesagt, es gab nur 4 Fernsehsender. 2 dafür haben immer für diese Demonstrationen geworben. Das Westfernsehen, 2 haben sie stigmatisiert, erst verheimlicht, dann ist später stigmatisiert, dass es irgendwie eine Konterrevolution vom Westen gesteuert wäre, war es ja auch irgendwie, weil das Westfernsehen Werbung gemacht hat. Dieses Vorteil dieser gleichmäßigen Werbung für diesen Systemumsturz, den haben wir nicht. Wir müssen das mit dem Neuland kompensieren. Und das klappt auch nach und nach immer mehr. Deswegen soll das Neuland auch zensiert werden. Also wir schaffen es, über das Neuland eigene Medien zu schaffen. Das ist das, was Frank heute gesagt hat, eigene Medien schaffen. Wir schaffen das mit kleinen Seiten, wie zum Beispiel Hallo Nix eine ist. Auch die ist auch natürlich auch nur einseitig. Deswegen fordere ich euch auf, euch überall zu informieren. Gleichberechtigt. Und erst dann können wir das schaffen. Diese direkte Demokratie, die wir wollen, da sagen die Kritiker, ja, das kann man doch aber nicht machen, die Leute haben doch keine Ahnung, die können doch gar nicht diese komplexen politischen Vorgänge durchschauen, dass sie darüber entscheiden könnten. Für diese direkte Demokratie, die mir vorschwebt, ich weiß gar nicht, ob das ein schwarzer Modell ist, es ist einfach nur, was in meinem Kopf ist. Aber um so ein Modell zu entwickeln, da gehört unsere Sportintelligenz dazu. Das heißt, wir können das alle gemeinsam machen. Ihr müsst nicht alle Antworten von mir erwarten. Also diese direkte Demokratie, diese Entscheidungsfähigkeit dieser Menschen, um darüber abzustimmen, die bedingt ehrliche Medien. Das heißt, eine Medienfreiheit. Darf dann keine gekauften oder staatlich gelenkten und indoktrinierten Medien geben. Es muss ehrliche Medien sein, die für so eine Abstimmung, die dann wirklich auf beide oder alle Gesichtspunkte zu der jeweiligen Frage auch ehrlich beleuchten. Und deswegen müssen auch diese Lobbys abgeschafft werden, die wirtschaftliche Interessen durchsetzen bei den Politikern und Abstimmungsverhalten oder die
diese Lobbys, die sich dann, wenn es diese Berufspolitiker nicht mehr gäbe in den Parlamenten, dann würden sie sich ja an die Zeitungsredaktionen machen und die beraten und indoktrinieren, was wie geschrieben werden muss, um das Abstimmungsverhalten der einzelnen Bürger zu beeinflussen. Und das muss irgendwie verhindert werden. Und da habe ich auch nicht die Antwort, wie das verhindert werden kann. Da müssen wir uns alle gemeinsam, da müssen die schlauen Köpfe sich den Kopf machen, wie man das verhindern kann, wie man das transparent verhindern kann. Da gehört natürlich auch ein Antikorruptionsgesetz dazu. Was die Politiker wählen, sich mit Händen und Füßen ein Antikorruptionsgesetz zu verabschieden. Warum denn? Weil sie selbst korrupt sind und sich natürlich nicht in die selbst mit einem Bein in den Knast stellen werden. Diese Leute, 129 Strafgesetzbuch, Bildung einer kriminellen Vereinigung, da ist festgelegt, dass es eine Straftat ist, wenn man irgendwas macht, wenn man Vereinigungen bildet, die darauf ausgerichtet sind, gemeinsam Straftaten zu begehen. Im Absatz 1 steht drin, dass gegen diesen Paragrafen nicht verstoßen können, politische Parteien, die vom Bundesverfassungsgericht nicht verboten sind. Das öffnet doch der Korruption Tür und Tor, wenn politische Parteien nicht wegen der Bildung einer kriminellen Vereinigung belangt werden können. Das sind kriminelle Vereinigungen und wir müssen diese aus den Abschieben holen. Also das heißt wirklich, um das auch nochmal zu sagen, packt euren Hut, egal woher, und wenn ihr es irgendwie durch Ungleichbehandlung in diesem Land ist, aber das Ziel eurer Wut, das darf nicht vor den Flüchtlingsheimen enden. Das muss vor den Parlamenten enden und den Bürgern dieser Scheißpolitiker, die müssen rausgeholt und Verantwortung gezogen werden. Nur so schaffen wir das. Wir müssen hier werden. Danke. Danke schön. Genau das ist es eben. Da muss die Staatsanwaltschaft aktiv werden. Und zwar, wenn wir eben wollen, dass es nach geordneten rechtsstaatlichen Richtlinien funktioniert. Und da muss die Polizei dann einfach einschreiten. Aber dazu müssen wir, wie gesagt, mehr werden. Das Bewusstsein dafür muss jetzt endlich geschaffen werden. Deswegen fordere ich euch nochmal auf, redet mit jedem, ob das hören will oder nicht, über die Problematik. Fordert die Leute auf, zur Mahnwache zu kommen, sich auch mal die Videos im Internet anzuschauen. Schnell wird dann klar, dass die ganze Hetze von Norbert Lieder und Co. eben wirklich nur das war. Und zwar zum eigenen Zweck, nämlich zum Selbsterhalt. Denn am Ende leben die Vereine ja von den Fördergeldern. Und irgendeinen Grund müssen sie haben, dass sie existieren. Und ein Bündnis gegen Rechts muss natürlich auch rechte Gegner haben, auf die sie dann draufhauen können. Und wie Sven erlebt hat, es sogar körperlich gespürt hat. Oder auch wie Katrin Merkel es erlebt hat. Ja? Alles solche Aktionen, obwohl das absolut nicht gerechtfertigt ist, weil die überhaupt keinerlei Netze betreiben und es überhaupt keinen Grund gibt, für ein Bündnis gegen Rechts hier überhaupt zu stehen. Ich meine, sie könnten sich zu uns stellen, denn am Ende hoffe ich doch mal, dass sie auch den Weg der Vernunft bevorzugen, als eben dieses ausbeuterische kapitalistische System. Wenn sie noch ein bisschen linken Geist im Herzen haben, müssten sie sich gegen dieses kaputte System stellen. Und nennt ihr es, wie ihr es wollt, ob Kapitalismus, Kommunismus, es waren alles am Ende nur Systeme, die den Arbeiter, und ich schließe hier auch natürlich die nicht arbeitenden Mitbürgerinnen und Mitbürger ein, die genauso unter dieser Krute dieser Herren, dieser Eliten leiden. Und solange es euch gut geht, fällt es euch vielleicht leicht, auf die Menschen zu hacken, die Schnauze voll davon haben. Aber eben ihr verhindert eine Veränderung. Ihr haltet dieses kapitalistische System am Leben, indem ihr dafür Werbung macht, beziehungsweise indem ihr sagt, ja, die Welt ist ja doch ein bisschen komplizierter. Das kann man nicht so einfach kritisieren, das ist dann vereinfachte Kapitalismuskritik. Nein, dieses ganze System stimmt, von vorn bis hinten. Und das wird immer mehr Menschen klar. Und ihr kommt mit eurer scheiß Nazi-Keule da auch nicht weiter. Und indem ihr sie so inflationär verwendet, wird sie irgendwann nicht mehr funktionieren. Aber auch nicht bei Richtigen. Aber dann auch eben nicht bei den Richtigen, bei den wirklichen, fremdenfeindlichen Menschen. Menschen, die eben so schwachen Geistes sind, dass sie eben Angst haben vor allem Fremden, was übrigens im Tierreich etwas völlig Normales ist. Aber für uns Menschen eigentlich, ja, spätestens da, wo wir eben bewusste Lebewesen geworden sind, hätten wir das ablegen müssen. Aber nein, das gibt's natürlich.
und um die solltet ihr euch kümmern. Aber eben nicht mit Gewalt, sondern vielleicht mal mit Aufklärung. Aber nein, ihr wollt ja nicht mal reden, weil ihr euch ja so von sowas von klug und intellektuell haltet und ihr glaubt, dass eine Diskussion mit solchen Menschen keinen Wert hat. Ja, ich tue das. Ich, von dem gesagt wird, dass er ein ideologischer Brandstifter sei und eben rechts zu neuen Rechten gehört. Ja, solche blöden Äußerungen, ich meine, ich verorte mich nirgendwo und das tun wir hier alle nicht. Genau das ist der Kernpunkt. Hier kommt ihr nämlich mit euren Einsortierereien oder beziehungsweise Schubladendenken, kommt ihr nämlich nicht weiter. Wir wollen da generell nichts mehr mit zu tun haben, mit euren alten Ideologien, sei es rechts oder links. Und wenn wir Brecht zitieren, dann nur, weil er Recht hat. Aber man könnte durchaus auch Günter Grass zitieren, der auch Recht hat. Es geht um die Vernunft, und die ist weder rechts noch links, und die ist weder religiös noch philosophisch. Nein, es ist Logik vor allen Dingen, und es ist ein bisschen Herzblut vonnöten. Und dass man sich vielleicht auch mal mit den Menschen an der Basis beschäftigt, und das haben die Politiker versäumt. Und da noch etwas, wenn der Herr Gallert dann in seiner Abschlussrede dann Krokodilstränen weint, nein, ich glaube ihm wirklich, dass er da ernsthaft geweint hat, dass ihm das sehr nahe gegangen ist. Ja, wenn ihr euch wundert, dass ihr an Zulauf verloren habt, dann liegt es vielleicht daran, dass ihr euch mit den falschen Themen beschäftigt habt. Und noch schlimmer, ihr habt mit eurer Nazi-Keule am härtesten geschwungen. Und das ist es, was euch die Bevölkerung übel nimmt, dass ihr jeden, der einfach die logische Rechnung macht und sagt, das kann nicht aufgehen, das kann nicht gut gehen, wenn man so unkontrollierte Menschenströme nach Europa holt. Holt, wie gesagt. Das kann nicht gut gehen. Das leuchtet jedem, der vernünftig ist, auch ein. Und das ist erstmal noch wertneutral. Und selbst auf die wurde gebasht mit eurer scheiß Nazi-Keule. Und das haben sie euch übel genommen. Weil seine Meinung zu äußern auf einmal wieder gefährlich geworden ist. Dass man seinen Job verlieren kann, wenn man offen und ehrlich über seine Ansichten spricht. Dass man ja sogar seinen Job verliert, wenn man sein demokratisches Grundrecht wahrnimmt und auf die Straße geht gegen Missstände in diesem Land. Und das kann nicht angehen. Gegen solche Verhältnisse haben diese Bürger natürlich etwas. Und selbst wenn sie noch den Mund halten und nicht hier auf den Markt kommen, so brodelt es in der Bevölkerung. Und das haben die Linken hier in Sachsen-Anhalt schmerzlich spüren müssen und die SPD gleich allen voran. Also, die haben ja sowas von verloren. Und mit Recht. Denn allen voran war die SPD schon immer wirklich an allem Volksverrat mitbeteiligt. Und Hartz IV ist nur eines der herausragendsten Beispiele. Statt dass man ein bedingungsloses Grundeinkommen in eine vernünftige Höhe einrichtet, aber das ist ja klar, dann müsste auch das gesamte Wirtschaftssystem umgeändert werden, weil das alleine nun mal nicht stehen kann. Das braucht in dem Fall auch eine Änderung im Wirtschaftssystem. Und dieses heiße Eisen wollen sie nicht anfassen. Und vor allen Dingen die Linke, von der man ja erwartet, dass sie die Partei der Arbeiter ist, gerade die müsste für das bedingungslose Grundeinkommen stehen, hätte da schon längst dran arbeiten müssen. Aber wir wissen auch, dass es komplizierter ist. Und dass man eben wirklich dann nicht mehr mit Flickschusterei weitermachen kann, sondern dass man dann die Ursachen ein für alle Mal bekämpfen muss und verändern muss. Und genau das wollen sie alle nicht, das können sie alle nicht. Das funktioniert so nicht. Und deswegen können wir dann keine Partei irgendeine Änderung erwarten. Deswegen muss das gesamte System, so wie es ist, weg. Und wenn wirklich der Arbeiter keine Knute mehr über sich haben möchte von irgendeinem Herrn, dann müssen wir uns aber auch dagegen erheben, gegen diese Situation. Und das muss uns bewusst werden. Allen. Und zwar auch denen, die in diesem System arbeiten. Und auch die Polizei. Gerade die Polizei. Weil sie nämlich die Polizei des Bürgers ist, die Polizei des Volkes. Und deswegen ist sie in erster Linie dazu da, das Volk zu schützen.
Und das nützt zu jedem Polizisten, der erkennt, dass er gezwungen ist, Dinge zu tun, die eigentlich rechtswidrig sind, muss es straflose Rechte bereiten, wenn er noch ein bisschen Anstand am Leier hat und nicht einfach nur Lohnempfänger ist. Und diesen Polizisten, die ihr Herz am richtigen Fleck haben und die sich eben als Diener des Volkes verstehen und Diener der Ordnung, genau mit denen rechnen wir und auf die zählen wir. Und deswegen hoffen wir, dass es bald eine Notwendigkeit für die Staatsanwaltschaft gibt. Und das kann nur passieren, wenn wir in den Städten mehr werden, Tausende, Hunderttausende, dass wir ein Zeichen setzen, dass wir erwarten, dass die Judikative, also die Rechtsgewalt, jetzt eingreift und eben die Verbrecher dingfest macht, dass dann alles reibungslos abläuft und die Bevölkerung eben nicht wie wilde Räuber in die Parlamente oder in die Rathäuser schwimmen und die Verbrecher rausholen. Das wollen wir nicht. Das darf nicht passieren. Und deswegen noch einmal der Appell an die Judikative, endlich aktiv zu werden. Ihr erkennt, dass hier Recht gebrochen wird. Das hat das Bundesverfassungsgericht mehrfach schon festgestellt. Es ist mehr als an der Zeit, endlich aktiv zu werden. Und wenn wir schon dabei sind und diese Verantwortlichen verhaften, können wir gleich das gesamte System verändern. Und eben dieses überholte Parlamentarier-System ein für alle Mal auf den Müllhaufen der Geschichte werfen, weil es überholt ist und verdammt nochmal schweineteuer ist und wir es uns nicht leisten können. Statt also an unseren zukünftigen Generationen zu sparen, indem wir eben unsere Umwelt ausbeuten, indem wir die Rentenkassen plündern, indem wir ein System aufrechterhalten, was unser Geld auffrisst und damit auch die Werte in unserem Land auffrisst, indem wir dafür sorgen, dass unsere Bevölkerung immer kleiner und kleiner wird, weil die Bedingungen einfach so hundsmiserabel sind, dass man sich dreimal überlegt, ob man zwei oder drei Kinder auf die Welt setzt, damit ein Bevölkerungswachstum stattfindet. Wenn wir diese Verhältnisse ändern wollen, dann, wie gesagt, müssen wir aktiv werden. Dann müssen wir eben auf die Straße gehen. Dankeschön. Ich würde sagen, haben wir noch einen Redebeitrag? Ich hatte gerade mit der Polizei gesprochen, wir werden das bis 3:15 hier machen und dann nicht hochgehen. Also wir werden bis 3:15 noch eine Viertelstunde ungefähr, werden wir hier machen und dann ist es einfach organisatorisch für alle einfacher. Und Vanya braucht nicht extra mitzulaufen, sondern kann das von hier alles dokumentieren an seine vermutlichen Verfassungsschutz-Kontaktbeamten. Ich wollte euch noch was erzählen. Ich war ja bei den Linken, danach sind wir raus, haben dann das eine Video schon hochgeladen, was dann einige von euch vielleicht geguckt haben. Es wurde 30.000 Mal angeguckt bis jetzt, als das in deren Sturmlokal halt, wo die mich halt fast zusammengeschlagen hätten. Dann sind wir nach diesem Hochladen des Videos, ich sage, wir gucken nochmal zur SCP, die werden ja auch feiern. Ich habe schon gesehen bei den Hochrechnungen, die haben die Hälfte verloren. Dann dachte ich, gratulieren wir denen einfach nochmal. Gehen wir hier, das ist dort in der Straße, das SCP-Haus. Und da sind die über den Markt gelaufen. Auf einmal sind wir auf dem Markt, da eine zusammengerottete Menge von ca. 100 hätte ich geschätzt. Später stand dann 130 bis 200 dann in der Zeitung. Also bei den Demos sind dann wahrscheinlich noch ein paar dazugehört, bei der Demos sind noch ein paar. Und das waren diese Refugees Welcome und diese Linksradikalen, die alle irgendwie an der Titel dieser Vereinsmarke hängen. Das heißt, die da irgendwie profitieren von. Und diese Typen waren teilweise großartig verwirrt, es waren vier Polizeiautos in der Größe dort, die im Gewehr stehen. Die sahen mich schon weit, es war ja wirklich super, dass ich auf den Markt kam. Dachten, oh liebe mich, dass es jetzt noch Ärger gibt oder was weiß ich, möglich. Also die waren wirklich da um meine Sicherheit bemüht, also da gab es überhaupt kein Problem. Die Polizei kam da schon auf mich zu. Ich sage, na, ich will das hier mal schnell ab, das muss ich, brauche ich. Da bin ich dann mit dem Skateboard, fahre ich gerne hier, gerade der Markt, der hat so einen guten Belag. Bin ich dann eine Runde um diese Typen gefahren, um diese Gruppe, um die 100er Gruppe. Die natürlich dann irgendwas auch gerufen, das Video gibt es auch im Netz. Und dann sind wir dann weiter. Die Polizei dann, ja liebisch, vielleicht gehen sie hier, wir können diese Menge nicht einschocken. Die waren ja teilweise vermummt, also sie sahen auch teilweise gewaltbereit aus. Ich weiß nicht, was die vorhatten dann noch. Und wir können das nicht einschätzen, inwieweit das eskaliert. Vielleicht gehen sie, ich sage, ich habe eigentlich eh nicht vor, bei den Idioten zu bleiben. Ich gehe jetzt hier dann halt mal. Ich wollte eh noch zur SPD gucken. Dann sind wir weitergegangen. Bei der SPD brannte oben nur nicht. Da bin ich nur vorbei, hab dreimal gerufen, das auch gefilmt, ist auch im Video. SPD Arbeiterverräter, dreimal laut, so dass sie das da oben hören. Ist ja so. Also in der Lautstärke ungefähr. SPD Arbeiterverräter! SPD Arbeiterverräter! SPD Arbeiterverräter!
Also ich allein ohne Mikrofon habe das so dreimal gerufen. Und dann hat man, im Video habe ich das erst gesehen, ich habe gar nicht drauf geachtet, auf so ein paar Schatten hinter dem Fenster gerückt, die haben wahrscheinlich weint von ihren Tischen zum Fenster. Was ist denn jetzt los? Tritt wohl noch einer nach oder was? Wir sind doch total in Depression gerade. Dann sind wir durch die Seitengassen weg, wir wollten einfach wieder zum Auto. Dann sahen wir auf einmal schon wieder zwei so halb verbunden. Ich sage, das versucht ihr jetzt nicht, wir waren ja auch zu zweit, ich habe meinen ausländischen Freund. Die ersten beiden haben auch nichts gesagt, nichts versucht, wurde nur hinterhergelacht, freundlich. Und dann kamen zwei andere, die wollten es versuchen. Die kamen, haben es versucht. Also die kamen, ein Dicker und ein dicker Bulls, sage ich jetzt mal, so ein Dicker und ein Dünner. Und kam erst an, mein Freund, was wollt ihr jetzt hier? Macht euch wieder Helme, also nach Hause oder so. Irgendwas zu denen gesagt. Dann kamen die anderen und sprühten erstmal Pfeffer, nicht getroffen. Und dann standen sie da, bestimmt eine Minute. Also so fast, es war eine gefühlte Minute. Ich sage zu denen, ich habe meinen Laptop ausgepackt. Ich sage, hey, warte, bleibt mal so stehen, bevor wir anfangen. Ich filme das auf jeden Fall jetzt hier, was wir hier machen. Dann standen die da. Mein Freund sagt, ey, verpisst euch, was wollt ihr hier? Habt ihr hier, ihr seht jetzt hier keinen Stich, wenn ihr das hier macht. Hier sind zwei, hier sind zwei und ihr seht hier keinen Stich. Und haben sie überlegt. Und dann, die haben auch weiter geflüstert und sich so dann mit den Händen so 1, 2, 3 gezählt. Also ich denke mal, die wären noch abgehauen, konnten aber nicht, weil ich ja gefilmt habe. Sehr doch oberpeinlich, wenn ich das auch gefilmt hätte, wie die wegrennen wieder. Also durften sie angreifen, haben sie auch gemacht. In dem Moment musste ich auch mein Laptop zuklappen. Also ich werde mir jetzt wirklich angewöhnen, da wirklich eine fest installierte Kamera an der Brust zu tragen, dass ich wirklich die Hände frei habe. Griffen an, wieder mit dem Pfefferspray, wieder nicht getroffen. Mein Freund hatte mein Rollbrett, also die haben wirklich angekauft, waren klar, im Rückwärtsfall erstmal dieses Rollbrett dem Dicken über den Wanz gehauen. Das war wirklich schade Notfall, die haben angegriffen, die haben angegriffen, wir hätten das auch nie gemacht, wollten das auch nicht, wir haben die auch gebeten, abzuhauen. Und danach hat mein Freund dann mit einem Wolfsmörder gemacht, das Brett ist irgendwie runtergefallen. Der Doof, sag ich mal, der Hühne. Doof waren sie beide. Haltet dich hier nicht. Gut, auf jeden Fall. Und auf jeden Fall, Doof verlor sein Pfefferspray. Griff aber nach meinem Skateboard, was dort lag, und wollte meinen Freund, wollte dem das im Mann ziehen, hat aber das Pfeffer, was ich in der Mitte sehe, ich habe immer noch mein Laptop links in der Hand, das war eine total blöde Situation. Ich den dann mit seinem eigenen Pfeffer dann auf Distanz gehalten, dann ist so halb weggerannt, aber mit meinem scheiß Brett in der Hand. Also es war im Prinzip ein bewaffneter Raubüberfall, sozusagen, wir haben ja das Brett geraubt. Und Dick hat sich dann auch irgendwie losgeeist und ist seinem Kumpel dann hinterher, wir sind dann auch also richtig hinterhergerannt und ich wollte ja mein Brett eigentlich wieder. Aber Dick und Dolph sind so gerannt und ich denke mal, Angst ist ein übelster Adrenalinpegel, das ist wie eine Droge, also wie Doping. Also sie sind wirklich übelst gerannt. Also ich glaube, da ist ja Ben Johnson oder wie irgendwelche Weltmeister heißen. Das war wirklich Hammer. Die sind da übelst schiffend gegangen. Ich glaube, die haben die ganze Zeit auch gehofft, dass Verstärkung von ihrem 200 Mann und gewaltbereiten noch kam. Kam nicht. Wir haben uns dann aber auch aus der Gegend ein bisschen verpisst, weil wir waren ja nicht auf Gewalt aus und wollten auch nicht wirklich noch Übermacht entgegenstehen. Auf jeden Fall, das war eine lustige Aktion. Ich muss jetzt aber ein neues Brett holen. Aber das Video hat eigentlich trotzdem gebracht. Das hat mich entschädigt. Das Brett habe ich wirklich eine Weile schon abgefahren. Das wollte ich eigentlich nur noch erzählen. Und Frank, hast du noch was? Also es ist jetzt... Wir haben noch 5 Minuten oder so. Hat doch hier... Nee, hier! Klar! Gernot Hane? Ja, mittlerweile auch hier. Ja, ich möchte gerne noch was tun, was heute noch nicht stattgefunden hat, und zwar trotz allem, dass sich unsere Hoffnung in Grenzen hält, was die AfD jetzt aus ihrem Erfolg macht. Ja, das werden sie erst beweisen müssen. Ich möchte trotzdem gerne gratulieren, denn es ist ja aus einer Situation entstanden, unter anderem auch aus unserer eigenen Unzufriedenheit. Ich gebe zu, ich habe so aufgewählt, weil ich natürlich dahin auch immer noch eine Hoffnung habe. Ja? Und ich möchte dazu noch wieder mal eines meiner Lieblingszitate zitieren. Wer sich über die Menschen erhebt, sollte über ihre Schwächen erhaben sein, denn sonst wird er tiefer fallen, als er gestanden hätte, wäre er ihresgleichen geblieben. Das ist von Jean-Jacques Rousseau aus der Französischen Revolution bereits, ist aber sehr, sehr vielsagend. Und das trifft auf diese Wahl ganz besonders zu. Ich möchte da auf meine Vorredner auch noch mal eingehen. Gerade die Linke, ich finde mich auch immer schwer, die überhaupt noch so zu nennen, oder die SPD, die haben sich ja gestern eben nicht entblödet,
ja, die AfD-Wähler noch derart abzuwerten. Wir sind ja alle doof und Hartz-IV und was weiß ich, was man sich da alles noch anhören musste. Was jetzt natürlich nicht unbedingt das sensationelle Ergebnis der AfD in Pforzheim erklärt, es sei denn, das sind alles zugewanderte Öffis gewesen und Hartz-IV-Empfänger. Das erschließt sich noch nicht so ganz. Fakt ist, dass auch in diesen westlichen Gegenden auch noch mit sehr, sehr hohen Migrantenanteil in der Stadt wie Pforzheim solche Ergebnisse zustande gekommen sind. Und das kann ja nun auch kein Zufall sein. Also die Unzufriedenheit wird wahrscheinlich ähnlich wie hier. Ja. Dass man sich dann auch lustig macht über Hartz-IV-Leute, ja, auf politischer Ebene. Noch dazu, wo man ja selbst als SPD dafür überhaupt verantwortlich ist, dass es Hartz-IV-Leute überhaupt gibt, das ist eigentlich himmelschreiend, unseriös, unpolitisch, undemokratisch. Aber ich denke mal, wir hier stehen, erwarten von diesen Parteien ohnehin keine demokratischen Entscheidungen mehr. Demzufolge bin ich sehr gespannt, was die AfD jetzt aus der Situation macht. Ich hoffe, dass es wirklich eine starke Position wird und auch bleibt. Ja, ich hoffe natürlich auch, was Sven angesprochen hat, dass auch mal diese Vereinsmafia mal hinterfragt wird auf politischer Ebene. Das könnten wir ja sonst nie tun. Aber jetzt als Parlamentarier haben die das Recht dazu und wir werden sie am Ende auch dazu drängen, ja, dass diese angebliche Gemeinnützigkeit dieser Vereine mal unter die Lupe genommen wird und am Ende ausgetrocknet wird. Ja. Denn Aktion gegen rechts, ja, was heißt das denn eigentlich? Millionen kostet das den Steuergeldern. Ja, das kostet Millionen an Steuergeldern, das ist ja bekannt. Aber es ist ja so, dass in letzter Zeit, ja, und das sage ich ganz offen, ja, diese rechten Vorfälle, wer weiß denn überhaupt am Ende, wer dahinter steckt, wenn es eine Seite gibt, die davon profitiert, dass es sie gibt. Das muss man ja mal hinterfragen. Ja. Und wenn Autos brennen und sonst was, und es wird dann irgendwo am Ende wieder noch ein Hakenkreuz drauf gemalt, ja, dann heißt das ja nicht, dass es irgendwie rechten wird, das kann ja jeder gewesen sein. Aber die davon partizipieren und profitieren, da sage ich ganz deutlich, die haben natürlich auch ein Motiv dazu. Vielen Dank. Wollte noch etwas bekannt geben, und zwar wurde ich gebeten, bevor ich es vergesse, deswegen dränge ich jetzt ab. Das nächste Woche ist Ostermontag. Wann ist Ostermontag? Das übernächste, gut. Das Sendung schon wieder das Reim, macht mich schon wieder das Reim verrückt. Übernächsten Montag ist natürlich Ostermontag. Da schon mal angekündigt, findet keine Montagsdemo statt. Das heißt, dass er da nicht umsonst kommt. Ja, schön, dann habt ihr auch mal frei. Das wollten wir euch aber vor allen Dingen der Polizei gönnen. Deswegen. Aber ihr könnt euch natürlich auch freuen. Aber nächsten Montag haben wir die 100. Veranstaltung. Und da das ja hier keine Ahnung, da wir jetzt nicht so organisiert sind wie eine Partei oder wie ein Verein, haben wir da jetzt auch noch bis jetzt noch nichts geplant. Aber wir hatten vor, eine besondere Veranstaltung zu machen. Und wir nehmen euch damit ins Boot. Wer also Ideen hat oder was beitragen möchte, wir haben so gedacht, vielleicht Tische aufzustellen, ein bisschen was zu essen anzubieten und was zu trinken. Und wer sich da beteiligen möchte, schon Ideen hat oder so, der kann dann gerne nach vorne kommen, dann besprechen wir das zusammen. Ja, und noch eine Veranstaltung. Frank, hast du noch was? Und zwar, am 19. März findet in Chemnitz ein Sternmarsch statt. Und, kleiner Blick, das öffnet gerade. Und zwar, 16 Uhr fängt es an. Da ist der Treffpunkt der Parkplatz an der Johanneskirche. Bahnhofstraße, Augustusburger Straße. Also wer daran teilnehmen möchte, am 19.03. in Chemnitz einen Sternmarsch, und zwar Treffpunkt 16 Uhr auf dem Parkplatz Johanneskirche, Bahnhofstraße, Augustusburger Straße. Und zwar mit dem Thema mit Einigkeit zu Recht und Freiheit, beziehungsweise ja, sind da mehrere Städte, die dort Mahnwachen in ihren eigenen Städten schon
jede Woche abhalten, die sich da zusammengetan haben. Und zwar sind das, ist das eben Chemnitz, Lichtenau, Zschopau, Einsiedel, Frankenberg, Floha. Es ist, wo ich gerade von Gernot das an in Bad Lauchstädt, für die, die nicht so weit fahren möchten, auch am 19.03. eine Demonstration, und zwar mit dem Motto Gesicht zeigen, fängt schon, also Treffpunkt ist 13.30 Uhr, wie ich hier lese, und zwar auf dem Badparkplatz. Beginn ist dann 14 Uhr mit Kundgebung und einem Spaziergang, der ist auch geplant. Das ist schön, dann wird einem auch nicht so kalt. So, dann wollte das Sven jetzt noch was sagen, oder? Sven? Nichts? Frank, wolltest du noch was sagen? Wir haben übrigens beschlossen, das wollte ich auch noch sagen, dass wir heute nicht noch zur Fahne laufen, sondern dass wir eben jetzt hier Schluss machen. Wenn also jemand noch einen Redebeitrag hat oder einfach ja, sich Luft machen möchte, 2 Minuten offenes Mikro. Ansonsten beenden wir dann die Veranstaltung. Ich danke allen, die da waren, für ihre Teilnahme und auch für euren Aktivismus, den ich jetzt einfach mal unterstelle. Und da ihr ja auch bei Wind und Wetter immer wieder hier steht, nehme ich auch an, dass ihr es so ernst nehmt, dass ihr dann auch tatsächlich aktiv seid in eurem Privatleben. Und ja, wie gesagt, fordere dazu auf, nächste Woche wiederzukommen und hier viele Leute mitzubringen. Ja, und zu den jeweiligen Demos geht hin, zeigt Gesicht, steht auf und nehmt euer demokratisches Recht wahr, solange wir es noch haben. Und wünsche euch einen schönen Abend noch. Macht's gut, tschüss. Moment. Ja, natürlich auch wir möchten uns auch bei der Polizei bedanken für die Geduld und auch für ihren Schutz, auch für ihr Eingreifen. Vielen Dank. Auch für die Neutralität.